Ja, sehr Ich helfe doch gut. immer überall, wo ich kann, wo ich gebraucht werde. Ich hätte tot sein können. Ich muss Ja, mich in der erstmal Tat. setzen. Der Ich gehe mal kurz nach Hilfsbereitschaft. drin. Geben Sie auf sich Acht. Wieder unten. Björn Kettler und Thierry Rondeau. Habt ihr noch irgendwie selber was zu besprechen oder wollt ihr einfach darauf warten, dass die anderen beiden aus ihrer stillen Ecke wieder zu euch zurückkommen? Nun, Mr. Rondeau, haben Sie sich das mit Ihrer Investition denn nochmal überlegt? Schau dich völlig entgeistert an. Wer? Naja, Sie waren ja immerhin an einem Investment hier interessiert, oder nicht? Vielleicht. Ich bin mir nicht sicher, was ich jetzt dazu sagen soll. Ehrlich gesagt, interessiert mich das gerade auch irgendwie überhaupt nicht. Ich meine, da draußen sind gerade Menschen gestorben und haben sie das begriffen? Oder ist ihnen das egal? Ja, das habe ich mir fast gedacht. Und damit dreht sich der alte Mann einfach um und geht, ohne jedweden weiteren Kommentar. Ja, dann kommen die anderen beiden auf Björn Kettler zu, der da immer noch sehr alleine steht. Geht dann erstmal wieder Richtung Mensa. Gehe bewusst nicht raus, sondern bleib erstmal in der Mensa und setze mich dorthin. Also in dem Aufenthaltsbereich. Ja, ich begebe mich auch in die Cafeteria. Ich wollte Rondo folgen und wenn er in die Cafeteria geht, gehe ich auch in die Cafeteria. Möchtest du ihn verfolgen? Ja, also einfach mit ein bisschen Abstand hätte ich ihn jetzt nicht mit hinterhergelaufen. Ja, okay. Gut. Möchte Sebastian Hessel oben noch irgendwas tun oder auch nach unten? Nee, genau, dann wird er auch nach unten kommen. Gut. Dann soll es so sein. Wahrscheinlich wird Björn Köttler auch mit in die Cafeteria gehen und dann könnt ihr da ankommen. Könnt euch da gerne auch alleine unterhalten, wenn ihr wollt, aber Ich sonst. gehe erstmal zu Julio. Julio, kannst du mir einen Kaffee machen? Starken bitte. Ja, Blue Mountain kommt sofort. Ein Moment. Danke. Danke. Sie auch einen Kaffee? Ich würde einen heißen Tee nehmen. Auch den soll es hier geben. Und der Rest schaue auch so in Richtung roten Spieler. Für Sie auch einen Kaffee-Tee? Ja, Tee ist super. Ach, nach den ganzen Ereignissen muss es einfach sein. Ja, in der Tat. Haben Sie noch etwas rausgefunden? Sie waren ja draußen. Gab Dass es das irgendwie. Wetter aber nach wie vor ziemlich beschissen ist. Und sonst etwas? Haben Sie auch Mr. Austin nochmal getroffen? Ich meine, er war ja auch auf den Kameras zu sehen. Er kam mir dann entgegen, als ich wieder reingegangen bin. Ja, es war. Er sagte, er hätte auch versucht mitzuhelfen. In dem Moment springt Hannah auf. Der Stuhl fällt nach hinten zurück und sie zittert, hat die Augen aufgerissen und deutet auf die Wände. Es ist überall! Seht ihr das auch? Oh mein Gott, was ist das? Frau Rosenpieler, beruhigen Sie sich. Was sehen Sie denn bitte? Also, da ist nichts. Schauen Das ist Sie doch, da ist doch normal. überall. Es ist. Es sieht aus wie. Das ist Makel oder sowas. Es ist überall. Es ist schwarz. Es ist. Gucken Sie doch! Sebastian Hessel wird dann rübergehen und sie wieder an den Schultern packen. Frau Rotenpieler, beruhigen Sie sich. Setzen Sie sich erstmal wieder hin. Lassen Sie das! Ich beruhige mich überhaupt nicht! Hier ist nichts. Sie bilden sich das nur ein. Nein! Sie haben einen Nervenzusammenbruch. Nein, habe ich nicht! Doch. Sie versucht ihn wegzuschlagen und rennt dann Richtung Tür. Er wird hinterhergehen, also. Ich werf mich dazwischen. Und bleiben Sie doch mal hier, Sind Sie Mensch! völlig verrückt geworden? Sie wollen ja wohl irgendwie hier bleiben und irgendwie. Vielleicht will es das von uns. Ich muss raus hier! Hier ist nichts! Doch! Nein! Draußen ist vor allen Dingen auch nichts, außer die tosende See. Sie wehrt alles ab und versucht weiter Richtung Tür zu kommen. Also, wenn sie Anstalten macht, nach ganz draußen zu gehen, wird Hessel sie auch festhalten.
Ja, konkurrierender Wurf auf Handgemenge. Ein Patzer ist es nicht, aber natürlich nicht geschafft. Und Hanna darf auch mal würfen. Schaffe ich auch, glaube ich. Ja, dann kannst du zumindest dich an Sebastian Hessen vorbeiboxen, ihn ja durchwinden. Du bist ziemlich gewandt und geschickt und auch unglaublich stark für so eine kleine Frau. Hat er Sebastian Hessel für den Anfang komplett unterschätzt? Ich wollte die Dame ja auch nicht zu grob anfassen. Ich habe dich einfach mit der Handkante aufs Brustbein geschlagen. Ich meine, sie kickboxt und sie weiß schon, wie sie da gezielt sich wehren kann. Sehr schön. Ja, ich werf mich da dazwischen, halt sie fest. Frau Ottenfee, jetzt bleiben Sie mal ganz ruhig. Beruhigen Sie sich. Da ist nichts. Schauen Sie sich die Wände doch an. Da kann nichts sein. Hanna windet sich in deinem Griff. Sie sind völlig verrückt. Lassen Sie mich los. Ich will hier raus. Wenn Sie sich beruhigt haben, lasse ich Sie raus. Draußen tobt immer noch der Sturm. Das sollten Sie nicht vergessen. Du kriegst, also, wenn du dich jetzt wirklich mit einer Handkante oder sowas wärst, aus dem Kickbox-Unterricht, ja, dann... Ja, tue ich. Ja, dann wird sie Richtung Hals irgendwo gehen und wahrscheinlich durch Überraschung und auch, weil einfach es sitzt einfach, ja, der Schlag. Mach mal auch einen Schadenswurf hinterher. Die Seite. Okay, was? Wie viel mit dem Gucken? Ich gehe K.O. Ich gehe K.O. Mit 1W3, ne? Genau. Wie sieht das aus bei. Hast du noch einen. Schadensbonus? Schadensbonus? Plus 1W4. Ja, okay, weil du bist relativ stark. 1W3 plus Schadensbonus. W4. Genau, 1W3 genau. Und 1W4 und das wird dann aber auch summiert. Das ist schon ganz schön krass. Eine richtige Kampfmaschine. Ja, Hanna schlägt also der, zu. Der Treffer sitzt. Genau. Ja, und kümmert sich auch nicht weiter drum und rennt einfach raus. Als du mich dann triffst, ne, sag ich auch kurzzeitig zusammen. Und ja, du kannst dich meinem Griff entreißen und rausrennen. Ja, Hesse würde ihr halt hinterher setzen, aber wahrscheinlich noch ein bisschen baff von der ganzen Situation und dass er vorher auch kurz etwas abgekriegt hat, halt hinter ihr her. Ja, wie ein Captain im Sturm. Mittlerweile hat Thierry Rondeau aufgehört, sich den Cognac in den Kaffee zu kippen und trinkt aus seinem Cognac Flachmann. Schaut sich die ganze Szene an, mit so einem leicht verträumten Lächeln auf dem Gesicht und macht absolut gar nichts. Gut. Hanna, du musst es noch einmal ausweichen. Irgendjemand hat da wohl gerade geputzt. Es sieht so aus, als ob sich hier mit schwarzem Öl oder ja, einfach einer schwarzen Fläche geputzt hätten und nicht mit irgendwelchen Waschmitteln, die sie da auf den Gang gekippt haben, sodass es da auch sehr klebrig aussieht. Müsstest du einmal drüber springen. Aber auch das sieht gut aus. Und dann hechtest du einmal drüber, kannst durch die Tür nach draußen springen. Und stehst dann direkt an der Reling, neben dir peitscht das Wasser nach oben und der Sturm tobt immer noch. Ich sacke dann in mir zusammen, einfach sobald ich halt die Luft irgendwie um mich rum spüre und auch sehe, es ist kein enger Gang, es ist nichts Schwarzes. Es ist erstmal alles okay und lasse einfach die Gefühle erstmal freien Lauf und bin einfach völlig überfordert in der Situation. Sitzt da einer beinahe an mich rangezogen wieder und zittere und ja. Komm dann auch raus, halte mir sich noch den Hals so ein bisschen fest, so am Rücken. Also das war ein echt guter Schlag, muss man schon sagen. Also wird sich auch über sie beugen und sie ja mehr oder weniger im Arm nehmen. Lach, das ist in Ordnung. Es kommt nochmal so eine Hand nach hinten, aber nicht mehr so stark. Also sie ist ein bisschen beruhigt, aber sie ist erschrocken und will auch eigentlich gar nicht den Kontakt haben. Aber dann lässt es nach und sie lässt auch die Umarmung zu. Was war denn da eben mit Ihnen los? Was haben Sie gesehen? Es ist weg. Was war das? Natürlich ist es weg. Wir sind hier draußen. Oh mein Gott. Irgendwas stimmt hier ganz gewaltig nicht. Und ich weiß nicht mehr, was jetzt noch real ist und was nicht mehr. Vielleicht bin ich einfach verrückt oder so. Ich weiß es doch auch nicht. Glauben Sie mir, bei den Ereignissen hier, ich zweifle auch schon an mir selbst.
Es war alles schwarz. Überall war es schwarz. Überall. Und es waren wie Tentakel. Konnten Sie das nicht sehen? Nein. Nein, das konnten wir nicht. Aber es war alles ganz normal, aber Sie sagten schwarz und überall Tentakel? Ja. Das deckt sich doch mit dem, was Monsieur Rondeau unten in den Bohrkernen gesehen hat. Monsieur Rondeau hat das Bewusstsein verloren. Ihm wurde schwarz vor Augen, ganz recht. Ja, aber... Ich glaube, Sie sind einfach auch überanstrengend, Frau Rotenpieler. Das war vermutlich zu viel für Sie. Es ist keine Schande. Als wir ihn rausgetragen haben, Mr. Rondeau, Sie erinnern sich, da hat er doch auch gemeint, dass er überall Schatten sieht und Tentakel und... weil er kurz zuvor das Bewusstsein verloren hat, richtig. Ich glaube auch nicht, dass es... Fangen Sie nicht wieder mit Ihren Monstern an. Ach, Sie verstehen nicht. Die arme Frau Rotenpiel hat einfach mitbekommen, wie gestern Leute gestorben sind. Hessel, bitte kommen, Ehre. Hessel, kommen. Auch das noch. Gibt einen Zusammenhang zwischen all dem. Wird er einen Arm um Sie gelegt lassen und dann das Funkgerät nehmen. Hier, Hessel. Hier, Fürst. Die Helikopter sind repariert, sie werden evakuiert. Kommen. Gott sei Dank. Wen soll ich alles bringen? Bringen Sie die ganze Truppe. Alle evakuieren. Kommen. Jawohl. Over. Aber ich gehe nicht mehr da rein. Wir können doch draußen bleiben, oder? Nun ja, wir müssen zu den Helikoptern. Wollen Sie nicht noch Ihre Sachen holen? Scheiß auf die Sachen. Gut, dann... Mr. Forrester, passen Sie auf die Frau auf und erzählen Sie ihr nichts von Monstern und Tentakeln. Seien Sie mir nicht böse, aber ich würde schon gerne nochmal reingehen, zumindest zu gucken, was mit Jim Walton im Rest ist. Das ist mir scheißegal, ich lasse doch Frau Rotenpieler nicht in dem Zustand hier alleine. Ich komme Sie gleich ablösen, ich werde erstmal den anderen Bescheid sagen, Sie bleiben jetzt so lange hier. Ach, nun gut, aber beeilen Sie sich. Ja, mach ich. Also macht er dann auch. Ja, ich setze mich dann neben Frau Rotenpieler und bleib erstmal bei ihr und halte den Eingang, Ausgang genau im Auge, ob da jemand rauskommt, weil das scheint ja der einzige Ausgang zu sein, den wir jetzt gesehen haben zumindest. Ja, also, Hessel betritt wieder die Mensa und kann sehen, wie Monsieur Thierry Rondeau da mit leerem, glasigen Blick sitzt und vor ihm der Flachmann. Sitzt Kettler auch daneben? Ja. Sehr gut. Ja, dann wird er sich wieder zu denen an den Tisch stellen. Vergleichsweise gute Nachrichten, denke ich. Die Hubschrauber sind wieder zum Laufen gebracht worden und das... Personal, was nicht hier fest angestellt ist, wird evakuiert. Was auch Sie beide mit einschließt. Ja. Ja, langsam, unsicheren Bewegungen erhebt sich der alte Mann von seinem Stuhl und sinkt dann darauf wieder zusammen. Naja, würde ich Sie bitten, Ihre Habseligkeiten zusammenzusuchen und sich dann mit mir zum Helikopter zu begeben. Glauben Sie, das schaffen Sie, Monsieur Rondeau? Ich weiß nicht. Wo wollen wir denn hin? Zurück nach Hause. Oh, oui. Prima. Ja, räumen Sie am besten einfach Ihre Sachen zusammen und wir treffen uns wieder hier. Ah. Ja, wird zu einem der Regale torkeln, sich mit einer weiteren Flasche bewaffnen und sich dann wieder an den Tisch setzen. Monsieur Rondeau, Ihre Sachen. Werden Sie wohl brauchen. Geholt. Verweist auf die Flasche mit deiner Geste. Sie hatten doch auch noch eine Tasche mit Ihren Kleidern dabei. Fängt dann langsam an, dir hinterher zu torkeln. Wird er Rondeau zu seinem Zimmer begleiten, ihn mit ihm wahrscheinlich auch dann da reingehen, um zu gucken, dass er wirklich seine Sachen zusammenpackt. Ja, sein Koffer wird noch völlig unangetastet in dem Zimmer stehen. Schauen Sie, ich nehme Ihnen den ab. Ja, also...
Ja, Radin für sie, meine ich natürlich. Er steht mittlerweile in irgendeinem anderen x-beliebigen Raum und guckt da hinein. Dann wird er den Koffer in eine Hand nehmen und dann nach Rondo gucken. Ihn dann, wenn er ihn findet, wieder am Anfang. Kommen Sie, Mr. Rondo, Monsieur Rondo, wir fliegen nach Hause. Na oui. Ich würde dann wieder raus, erstmal zu den anderen beiden gehen. Ja, in der einen Hand trägt er nach wie vor die Flasche, die er erbeutet hat. Ja, in der anderen Hand hat er mittlerweile einen Büstenhalter aus irgendeinem der anderen Räume mitgenommen und trägt beides recht, recht zufrieden mit sich herum. Okay, wenn das so ist, wird Hessel ihm natürlich auch versuchen, den Büstenhalter zu entnehmen. Ich denke nicht, dass das ihrer ist, Monsieur Rondo. Schaut kurz darauf, guckt sich verständnislos an. Wo kommt der denn her? Das ist eine gute Frage, aber ich denke, wir können ihn hier lassen, nicht wahr? Ja. Dann wird er ihn den abnehmen und auf den Boden einfach schmeißen und ihn weiter rausführen. Ja, der lässt sich doch noch relativ widerstandsfrei mitnehmen. Ach, da sind sie ja endlich. Ja. Können Sie sich nun bitte um Frau Rotenpieler kümmern? Selbstverständlich. Ich würde einerseits gerne meine Sachen holen, andererseits mal schauen, was mit Jim Bald und so weiter abgeht. Tun Sie nicht. Sie holen Ihre Sachen und kommen dann direkt hier hin. Können Sie vielleicht noch meinen Laptop mitbringen? Natürlich, kann ich machen. Und ich gehe dann bewusst wieder rein. Man wird ihm dann noch hinterher rufen, oder hinterher sagen vielmehr. Lassen Sie sich nicht zu lange Zeit, sonst muss ich nach Ihnen suchen kommen. Ich denke, das wollen wir beide nicht. Ich winke nur noch ab und... Kabine C83! Ja, wird schon. Und gehe dann rein. Gehe aber tatsächlich nicht in meine Kabine, sondern gehe erstmal zum Computerraum, um dort zu schauen, wie die Lage aussieht. Und erst danach möchte ich in meine Kabine und in die von Frau Rotenpieler gehen, um ja dort die Sachen noch zu holen. Ja, mal wieder Jim Walt, der genervt ist. Die Aufräumarbeiten befinden sich im vollen Gang. Die Arbeiter von unten sind alle abgezogen worden, sodass man da oben dann die ganzen Stahlsachen wieder nach oben bringt. Der Verwundete, Verletzte mit dem Arm, der liegt auf der Krankenstation und wird dann jetzt ebenso mit euch evakuiert. Und Hubschrauber sind wieder repariert worden. Da haben wohl einige Leute dran mit angepackt, dass das schnell geht, haben da Ersatzteile zusammenklamüsert. Und ja, der direkte Befehl kam jetzt wohl von Magnus und auch von Fürsk, dass ihr jetzt einfach aufs Festland zurück sollt. Warum jetzt dieser Befehl? Wird das Wetter zu schlimm? Also direkt an... Walt. Ja, genau. Das ist der Grund. Das Wetter. Ist es dann nicht zu unsicher, wenn wir in den Helikopter steigen und dieser von einem Blitz getroffen wird oder Vergleichbares? Es gibt keine Blitzer da draußen. Und die hohen Wellen beziehen sich nur auf das Wasser. Es stürmt zwar, aber damit kommt der Helikopter klar. Sie werden evakuiert, aber nicht nach Hamburg, sondern sie werden direkt nach Edinburgh gefahren. Nun, das freut mich zu wissen, aber dennoch... eine gewisse Skepsis bleibt natürlich. Auch wenn es nicht blitzt bei dem Unwetter. Ich möchte nicht unbedingt in den Helikopter steigen, wenn Sie verstehen. Das interessiert mich nicht. Das ist mir klar, dass Sie es nicht interessiert. Aber was ist denn mit der Blue Six? Kann die nicht anlegen? Warum sollte sie? Ich meine, wir werden jetzt ein paar Gäste und einen Verwundeten evakuieren und der Rest bleibt hier. Na. Ja. Wenn Sie das sagen. Dreh mich nur noch um, geh raus. Also was auch immer es ist, das ist nur der Anfang. Und geh dann in meine Kabine, hol dort die Sachen. Und gehe dann auch in die Kabine von Frau Rotenpieler, hol dort den Laptop, den sie ja unbedingt gerne hätte, pack das alles ein, klemme den Laptop unter den Arm und gehe dann auch
langsam wieder raus. Gut. Prinzipiell könnt ihr euch dann über die Treppen in Richtung obere Plattform begeben, wenn ihr das jetzt wolltet. Ja, natürlich. Also ja. Sichtlich genervt komme ich raus. Ich glaube, wir sind genervter. Allerdings, hier, das glaube ich auch. Ich bin völlig tiefenentspannt. Ihr Frau Rotenpiller, ihr Laptop. Sie haben auch alle Zeit der Welt, oder? Danke, aber ich will jetzt hier weg. Dann gehen Sie schon los. Ihr steigt nach und nach in den Helikopter ein und werdet allesamt, bis auf Sebastian Hessel, der vor Ort bleibt, weil er natürlich als Sicherheitsmann hier eingestellt ist, verschifft. Ja, der Helikopter hebt dann langsam ab. Ihr werdet natürlich nochmal den Arbeiter, den Techniker mit dem verletzten Arm, der fast ausgerissen wurde, könnt ihr dann neben euch dann drapieren. Liegt dann auf einer Liege, so ein bisschen neben euch, zwischen euch. Die Türen werden zugeschoben und der Helikopter hebt im Sturm ab. Sind wir weg? Wir sind auf dem Weg. Gerade im Helikopter und er hebt ab. Was ist denn passiert? Wir pumpen kein Öl. Was dann? Was? Sowas in der Art dachte ich mir ja schon, aber... Jetzt seien Sie doch mal leise. Wir bohren nicht nach Öl. Was denn? Mit einem schaurigen Blick könnt ihr aus dem Helikopter nach draußen schauen und seht dort die Plattform. Das Wasser unter euch, schwarz-grün, schillernd. Ihr könnt dort unten eine Quallengestalt riesig groß sitzen sehen, die auf der Oberfläche sitzt, unter der Oberfläche. Und Tentakel, die aus reiner Dunkelheit sich nach oben windet, die Säulen aus Beton nach oben. Und Sebastian Hessel, der euch zum Abschied winkt. Und damit beenden wir die Runde.